Digitalisierung ist für mich sind zwei Sachen. Wenn man etwas von analog digitalisieren zum Beispiel. Oder eine digitalisierte Welt zum Beispiel, kann man alles digitalisiert anschauen. Und was digital ist, ist ich glaube, das Zeug, das im Netz ist. Es ist keine Hardware, wir stehen hier vor einem Hardware-Store, also das Gegenteil von digital. Etwas, was ja, digital ist, digitales Geld, digitale Musik, alles, was man nicht fassen kann, nicht in die Hände nehmen kann, eigentlich keinen physischen Wert hat. Also für mich ist, wenn der Wandel von den analogen Sachen zu digitalen wird, also wenn man jetzt sei es in der Fotografie einfach nicht mehr analoge Bilder macht, sondern digital und dass man alle Daten und Dateien digital ablegen kann. Digitalisierung ist ein riesen Trend momentan in erster Linie und es ist relativ schwierig dort vielleicht für alle mitzuhalten, weil digital sind wir schon lange, also Computer gibt es schon seit gar nicht, 50 Jahren. Heute ist natürlich damit gemeint, dass man immer mehr alltägliche Prozesse digital macht. Kommunikation ist das Erste, aber das ganze Shopping, das ganze auch Freizeit immer mehr halt. Alles, was halt nicht mehr effektiv physisch kann gemacht werden, sondern aus meiner Sicht auch ist leider immer mehr digital gemacht wird. Also halt so eigentlich so ein bisschen wie das Typische, so Handy, Laptop, einfach so ein bisschen. Das war wie nicht schriftlich auf Papier. Ja, jetzt auch gerade im Homeoffice mit Testen auf dem Laptop oder Aufgaben auf dem Laptop. Ja. Videokonferenzen. Ja, dass man immer mehr umstellt, so ein bisschen auf digitale Kommunikationsmittel. Ja, ja, ich würde sagen, also mit quasi PC, Computer, Internet, das ist dort, was ein bisschen anfängt und so Automatisierung. Digital ist für mich einfach sehr viel, fast nur noch so läuft. Also alles Online-Bestellungen, zum Beispiel online anmelden, je nachdem. Ja. Und dass es auch immer mehr in die Richtung geht. Zum Beispiel, wenn man Online-Banking macht, sogar für ältere Leute, dass die eigentlich jetzt nur noch ein bisschen gestraft werden, weil es jetzt halt alles sehr modern wird. Genau. Die zunehmende Durchdringung von digitalen Technologien in unserem Leben, vor allem wo es um Austausch von Daten geht, häufig im Zusammenhang mit Kommunikation. Ich bin so in einem Alter, wo man noch nicht mit dem aufgewachsen ist. Und natürlich hat man mit dem Computer gelernt umgehen, mit dem Handy gelernt umgehen und so. Aber ich, ja, es ist für mich noch viel Fragezeichen dahinter. Digital ist das Handy, Computer etc. Die Digitalisierung ist, dass wir eben schneller vernetzt sind und schneller alles digital eben machen. Also digital ist für mich alles, was entweder eben auf einen Computer und auf Technik, über Technik läuft. So. Ja. Und Digitalisierung ist schon, dass man Sachen über ein Gerät kann machen. Ja, also das Handy vor allem und der Computer für E-Mail zu schreiben. Und wenn ich eben etwas gewundere, zum Beispiel in einem Museum, Bilder, die sind digital, kann man das abrufen. Das mache ich schon. Aber sonst so Banksachen und die, das, meine Mama muss ja auch etwas machen, sonst ist sie langweilig. Herzlich willkommen zu unserer Panel-Diskussion Digitale Innovation für ein klimaneutrales Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir werden uns vielleicht auch nicht ganz einfache Fragen stellen, wo es darum geht, wie kann Bern insgesamt in der Zukunft sich auch diesem Status Smart City Bern ein Stück weit durch digitale Innovation annähern. Ein Großteil der CO2-Emissionen entsteht weltweit in Städten. Das ist auch in Bern der Fall. Und wenn wir unsere Klimaziele erreichen möchten, dann müssen wir unseren ökologischen Fußabdruck verkleinern. Hier spielen digitale Innovationen, intelligente Tools und auch strategische Konzepte für saubere Energien eine wichtige Rolle, die wir zusammen in dieser fünfköpfigen Runde mit führenden Köpfen der Schweizer Wirtschaft als auch Vertretungen in der Schweiz, Jane Owen, from the United Kingdom. With me,
Mit mir habe ich Dr. Matthias Gallus als Leiter des Digital Innovation Office am Bundesamt für Energie. In dieser Rolle ist er verantwortlich für digitale Technologietrends, als Trendscout sozusagen, um zu schauen, wie kann man diese auch nutzen, um Maßnahmen in der Digitalisierung der Energiewirtschaft und auch des Bundesamts zu realisieren. Dann with me I also have Jane Owen, who is currently Ambassador to the United Kingdom of the Swiss Confederation and non-resident Ambassador to Liechtenstein. Prior to this, she has served in areas like Norway, India, Japan and Vietnam, and she perfectly understands German, but will do like a mix between English and German for this panel. Then I have Daniel Schaffer, und jetzt gehen wir wieder auf Deutsch, welcher in der Stadt Bern aufgewachsen ist und wahrscheinlich am meisten auch über die Stadt erklären kann. Er hat an der EPFL Lausanne studiert und dort als Elektroingenieur abgeschlossen. Und nach mehreren Stationen bei einigen Energiedienstleistern ist er jetzt seit mittlerweile über 12 Jahren CEO bei der Energie Wasser Bern. Herzlich willkommen. In der nächsten Runde geht's weiter mit Ronny Kaufmann als CEO der Swiss Power AG und Verwaltungsrat der Schweizerischen Post. Gleichzeitig ist Ronny auch Dozent an Hochschulen und Herausgeber von diversen Fachbüchern. Und last but not least, Alec von Graffenried, welcher seit Anfang 2017 Stadtpräsident von Bern ist und Mitglied der Grünen Freien Liste. Davor war er 7 Jahre als Regierungsstatthalter des Amtsbezirks Bern und danach 4 Jahre als Direktor für nachhaltige Entwicklung zuständig. Also thematisch sicherlich auch verwandt zu dem, was wir hier so sagen. Steigen wir direkt ein. Es gibt einen Smart City Verein in Bern und der definiert die Smart City als eine innovative Stadt, die das Glück und die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger als oberstes Ziel beschreibt. Die Schweiz ist unter den Top 5 der glücklichsten Länder, das sagt der UNO Happiness Report, und wir haben sogar 7,487 Glücklichkeitseinheiten auf der Skala. Meine direkte Frage an dich, Alec: Warum ist weniger CO2 notwendig, damit Bern und die Schweiz eine glückliche Stadt und auch ein glückliches Land bleibt? Jammern wir vielleicht auf hohem Niveau, wenn wir schon in den Top 5 sind? Ja, im Moment haben wir einen hohen CO2-Ausstoß und vielleicht sind wir deswegen auch so glücklich. Also man müsste die Gleichung, weniger CO2 macht glücklicher, also damit die müsste man noch konkretisieren. Aber es ist sicher möglich, dass man glücklicher wird mit weniger CO2. Davon bin ich überzeugt. Darüber können wir diskutieren. Aber vielleicht sind wir ja auch glücklich, wenn wir innovativer sind. Und vielleicht müsste man noch die Innovationsperspektive in diese Diskussion einbringen. Ich denke, Innovation kann auch glücklich machen. Und die Zukunft ist eine Zukunft von Convenience. Und ich nenne das Bernisch. This is for you, Jane. I will teach you a Bernese expression. And I think innovation is about convenience, and sustainability is also about convenience. And convenience in Bernisch is, if something is convenient, it is gappig. So if something is gappig, it's very convenient. And I think the future should be more gappig. Gabik beschreibt dann vermutlich auch die User Experience von solchen Lösungen, die wir später auch noch reden werden. Ich habe an dich, Ronny, eine Frage. Und zwar geht es darum, die Stadt Bern an sich hat einen größeren Haushalt als eine kleine Stadt, um genau solche Innovationsprojekte vorwärts zu pushen. Was machen allerdings kleine Städte, um dekarbonisiert zu werden? Was kann so eine kleine Stadt auch machen, im Gegensatz zu Bern, die auch viel mehr Etat haben, viel mehr Geld, viel mehr Netzwerk? Gibt es da Ansätze? Es ist nicht eine Frage der Größe einer Stadt und auch weniger eine Frage des Haushalts einer Stadt. Aus meiner Sicht kommt es sehr darauf an, wer in einer Stadt wohnt, wie die Stadt sich organisiert. Eine kleine Stadt kann wie eine große Stadt darauf setzen, dass es im Prinzip 3 Dinge gibt, wo man ansetzen kann. Das erste ist der Transport. Wie bewegen sich Menschen in einer Stadt?
bewegen sich von A nach B. Gibt es da Angebote, die die Stadt ihren Bürgerinnen und Bürgern, Bewohnerinnen und Bewohnern anbietet, die eben CO2-ärmer sind oder nicht? Das zweite ist das Heizen, also die Wärme und die Kälte. Wie versorgt die Stadt ihre Bewohnerinnen und Bewohner mit Energie, mit Strom, mit Gas? Wie nachhaltig, wie CO2-arm ist das? Und drittens, welche Impulse im Dialog mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gibt eine Stadtregierung klein oder groß mit, um eben innovativer zu werden, neue Ideen zu entwickeln, wie man das Verhalten und den Energiekonsum regulieren kann? Und insofern ist das nicht eine Frage der Größe, sondern des Commitments von Menschen, die in dieser Stadt leben und sie mitgestalten wollen. Ich habe dazu gleich eine Nachfolgefrage an dich, Matthias. Und zwar, du als Leiter des Digital Innovation Office, was für eine Rolle spielen so Bottom-up-Ansätze, wo die Bürger, die ja letztendlich das auch umsetzen müssen, also die kleinste Einheit ist der Mensch, welche Rolle spielen Bottom-up-Ansätze in das, was Ron jetzt gerade erwähnt hatte, um sowas umzusetzen? Eine sehr große Rolle, denke ich, denn die Technologisierung darf nicht vorbei an der Bevölkerung gehen. Letzten Endes, weil sonst wird sie nicht akzeptiert. Ich glaube, das hat man auch in einem vorigen Panel diskutiert. Insofern, Smart Cities oder Städte, die versuchen, smarter zu werden, besser zu werden, beziehen auch immer die Bürger erst einmal mit ein, holen sie ab, versuchen wirklich herauszufinden, was ist eigentlich der Bedarf oder wo drückt der Schuh. Das wurde vorher schon kurz gesagt. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt Smart City Labs, wo Leute zusammenkommen und versuchen, Ideen zu generieren, wie man die Stadt klimaneutraler, dekarboner aufstellen könnte, was für Applikationen es allenfalls braucht, was für Informationen, was für coole Tools, sage ich mal, die dann auch wirklich einen Nutzen generieren. Das heißt noch nicht, dass sie dann sofort entwickelt werden, aber man kann, und das unterstützt auch das Bundesamt für Energie, man kann von diesen Ideenwettbewerben dann wirklich auch in sogenannte Hackathons gehen mit Experten, die dann diese Apps anfangen zu programmieren und zu schauen, ist das etwas, wie fühlt sich das an, wie ist die Usability, und da bekommt man natürlich auch relativ viel Momentum bottom-up rein, das dann natürlich aber auch gesehen wird von der Stadtverwaltung, von den Energiebetrieben und anderen beteiligten Unternehmen und dann sozusagen diese Bottom-up-Approaches aufzugreifen und zu skalieren. Gerade eine Nachfolgefrage dazu. Es gibt sicherlich gute Ansätze, es gibt schöne Startups, die in genau diesem Bereich arbeiten. Vielleicht eine kleine provokante Frage. Bisher sind diese bahnbrechenden Ideen vom Veloverleih bis zum Sharing-Konzept häufig querfinanziert durch irgendwelche Förderfonds oder sowas. Sind diese Sachen wirtschaftlich oder müssen wir davon ausgehen, dass wir uns das als Allgemeinheit leisten müssen? Oder sind diese Ideen an sich auch wirtschaftlich? Können die wirtschaftlich sein? Ich denke, diese Ideen können wirtschaftlich sein, mittelfristig natürlich. Aber wie das so bei den Startups ist, die gute Idee muss erst einmal in diesen Markt hineinwachsen, Fuß fassen, vielleicht auch etwas angepasst werden, damit der Nutzen dann auch entsprechend skaliert für die Bürger, die das dann letzten Endes auch anwenden wollen und es cool finden wollen. Insofern, die Startup-Phase oder diese Seed-Phase, die braucht ein bisschen Unterstützung natürlich, aber letzten Endes gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, die dann auch über die Zeit skalieren. Und eins muss man sehen, es ist auch wirklich ein sehr neuer Bereich und ein komplizierter Bereich, wo man sich Schritt für Schritt natürlich antasten muss. Es geht nicht nur um Energie, es geht um Mobilität, es geht um Wärme, Elektrizität und solche Dinge. Und das ist für den normalen Bürger wahrscheinlich erst einmal ein bisschen ferner. Und deswegen braucht es ein bisschen Zeit. Ein kurzer Hinweis an alle Zuschauer, die gerade zuhören. Sie haben auch die Möglichkeit, Fragen im Chat zu stellen, direkt an das Podium hier. Sollten diesen Fragen dann da sein, dann werde ich sie auch gerne stellen. Das heißt, Sie jetzt daheim, Sie können direkt teilnehmen hier und Ihre Fragen loswerden. Wir freuen uns drauf. Eine Frage für Sie, Frau Owen. I'll switch to English now. I hope you could follow so far. It seems like it. Perfectly. I was told by my consultant who helped me prepare for this very knowledge deep session
that the UK was one of the first markets where you could actually change your energy providers. I think that was around the 90s. Mm. And this is getting discussed in Switzerland since ages. And I think now we're making a bit progress towards this, that maybe this will be possible actually, that I can choose where I want to get my electricity. Are you aware of any changes in the energy consumption once you could choose what energy provider you want? Was there like a shift to more green energy, or did people just choose the cheapest option? Is there anything you were aware in that area? I think that it's very difficult to generalize because some people will be driven by the source of their energy, whether how green it is, but very many people will continue to be driven by how much does your energy cost. And then we come back to the question of how are we collectively going to achieve a greener society? A lot of the progress will be based on how much does it cost? How much is the market involved? What are businesses doing? And personally, I feel very strongly that we have to have a successful partnership between government on the one hand, that provides incentives, that provides regulation, that provides the framework, and companies on the other, sometimes big companies, the energy companies, and very often increasingly smaller companies who are providing the technological solutions. And one of the very exciting developments that we've seen in the UK and also in Switzerland and other places is this fantastic partnership between the large companies looking to find ways to work together with small tech companies. But in the UK generally, we've seen a huge revolution in our energy actually. So over 50% of our energy now is not fossil fuels. It's well over 30% renewables, largely offshore wind, and about 20% nuclear, which I know is quite controversial in Switzerland. But it does mean that our energy mix has greatly, has become far more low carbon than it was. And we've almost taken coal production completely out of the mix now, which is something we're very proud of. Mm-hmm. Sehr interessant ist das, glaube ich, auch für Bern. Ich meine, in der Schweiz, wir haben sehr wenig Kohleenergie. Aber Daniel, kurze Frage zum, sollte der Energiemarkt in der Schweiz tatsächlich geöffnet sein? Inwiefern ist EWB als Partner auch weiterhin interessant, dass in dem Moment, wo ich wechseln könnte, ich nicht wechsle, sondern bei der EWB bleibe? Also ich glaube, dass ein geöffneter Strom-Energiemarkt genereller, also vom Gasmarkt können wir dann auch noch sprechen, so ein bisschen die Grundvoraussetzung ist, dass man überhaupt die smarte Stadt oder die smarte Welt richtig spielen kann, dass man aus digitalen Produkten zum Beispiel auch Mehrwert für den Kunden generieren kann. Und warum soll der Kunde bei EWB bleiben? Wir werden uns zumindest bemühen, für den Kunden in einer liberalisierten Welt Produkte zur Verfügung zu stellen, die seinen Bedürfnissen entsprechen, die er auch versteht, wo er versteht, was drin ist zum Beispiel. Und wir sprechen ja nicht nur über Energie, sondern wir gehen sehr viel weiter. Also der Kunde, es wurde gesagt, es muss gäbig sein, also es muss Convenience bieten, weil in einer liberalisierten Energiewelt, in einer smarten Stadt, das Leben ja nicht komplizierter werden soll, sondern eigentlich einfacher. Wir wollen ja das Leben für den Bürger vereinfachen. Und ich glaube schon, dass da ein querverbundener oder Multi-Utility-Energieversorger durchaus einiges bieten kann. Und vielleicht noch eine Bemerkung zu dem, was Ronny gesagt hat, was können Kleine nicht, was Große können. Ich glaube, die Frage ist nicht so klein und groß. Die Frage ist vielmehr, ist man bereit, auch mit anderen zusammenzuarbeiten? Oder? Also wir haben ja schon die Tendenz in der Schweiz, in jeder Stadt alles von Grund auf spezifisch neu zu erfinden. Das tun wir in Bern zum Teil auch. Aber man kann ja auch zusammenarbeiten, man kann diese gemachten Erfahrungen teilen, Lösungen, die man entwickelt hat, vielleicht mit wenig Aufwand für eine andere Stadt anpassen, damit es eben dann nicht nach Bern, sondern nach Burgdorf aussieht zum Beispiel. Aber dass nicht jeder und jede die Arbeit von Grund auf machen muss.
Gehen wir mal zurück vom Stromthema, was ja nur ein Bereich ist der Klimaneutralität. Und wir wissen, dass wir hier über einen sehr, sehr langen Zeitraum reden, was vermutlich auch der Grund ist, warum das Ganze so schwierig ist, weil wir haben so viele Ansatzpunkte, um zu diesem 1,5-Grad-Ziel zu kommen. Meine Frage nochmal an dich, Alec. Mal abgesehen vom Klischee, dass wir sagen, wir brauchen mehr E-Fahrzeuge und wir brauchen mehr Velos auf den Straßen. Was sind noch Möglichkeiten, die die Leute im Moment allerdings nicht wirklich nutzen? Und woran liegt das vielleicht? Also Ronny hat ja das gesagt, wir haben die großen Bereiche Gebäude und wir haben den großen Bereich Verkehr. Und dann haben wir noch den dritten großen Bereich, das ist der Konsum. Und eigentlich in diesen Bereichen spielt die ganze Geschichte. Und im Konsum haben wir eigentlich weniger Regulierung und im Konsum müssen wir mehr auf motivationaler Ebene arbeiten. Also die Leute zur Kreislaufwirtschaft zu bringen und ihnen zu sagen, du kannst auch mal was flicken lassen, du musst nicht immer alles wegschmeißen und neu kaufen. Die Leute zu einer auch ressourcenmäßig vernünftigen Ernährung zu führen, das kann man nur auf motivationaler Ebene. Also da braucht es Information und da muss es irgendwie auch Spaß machen. Dann haben wir den Gebäudebereich hochreguliert, den Verkehrsbereich ebenfalls hochreguliert. Und im Gebäudebereich kennen wir die Rezepte vielleicht etwas besser. Und im Verkehrsbereich müssen wir noch etwas dazulernen. Im Gebäudebereich sprechen wir oft auch über Suffizienz, oder? Und im Verkehrsbereich sprechen wir noch weniger über Suffizienz. Also das Beste ist eben, wenn ich mich gar nicht bewege, oder? Und wir lernen jetzt in Covid-Zeiten, wie man eben auch die Mobilität reduzieren kann und dass es trotzdem auch geht. Und gerade auch in der Arbeitswelt, dass wir uns eben gut überlegen, was können wir alles digital erledigen und müssen den Weg nicht machen, müssen uns auch nicht bewegen. Und es gibt da diese coolen Mobilitäts-Apps, die uns auch zeigen, dass wir uns tatsächlich weniger bewegen. Und es geht auch. Also wir können die Wirtschaft auch am Laufen halten, auch wenn wir uns weniger bewegen. Und solche Ideen zu verquicken mit der Energiediskussion, das wäre eine spannende Geschichte. Und im Übrigen müssen wir halt völlig weg. I doubt whether you are as good in transports. I think in transports we have a long way to go to get away from fossil fuels. And I think we started too late and now we still have a long way to go. But of course, in my view, in these days, it's electrification. Whether we will find other sources for renewable energies, we will see. But with electrification, we have a system, we have a technology, and we can go on for it now. So we have to do it. So we do it in public transports and in private transports to have a shift from fossil fuels to electricity. Mm-hmm. Thank you for that. I'd like to get back to the collaboration which is happening next year in April with a large heading, Decarbonizing Cities. There's a conference taking place, quite a big conference with lots of people going there, or maybe not, maybe virtually. The COP26, the climate conference in Glasgow. In April next year, there's going to be a session where the British Embassy works together with Swiss Power to host an event where we find out what are smart solutions and how can both countries learn from one another. What do you think, besides that the UK has made a tremendous effort to reduce coal, as you mentioned before, what do you think are opportunities for Switzerland from your perspective and for the United Kingdom? How can we learn from one another? Maybe you have some insights on that, or feel free to pick up on it. So I think there's a few areas that are worth focusing on. First of all, what we do at the global level, how we encourage every country
to take its responsibility and to look at the commitments, the national commitments that all countries are making, so that we can move towards, in the UK and Switzerland's case, being carbon neutral, zero carbon by the year 2050. So that will involve cooperation, and it will also involve looking at how we are using our development money that we spend around the world. The UK is the world's third largest development aid donor, about $20 billion a year. So how we can use that to work collectively with other countries. The other thing we will be looking at will be technology and digitization on the one hand, what can we do about that? And secondly, financing and how we work together in the global community through our companies to encourage the economy and business to look at carbon neutral solutions, to look at how that looks when they write their accounts every year, and how we can gradually encourage better commitments from companies. And that's something that I think is very important. And all of those are areas where the UK and Switzerland are strong and can work very effectively together, I think. Mm-hmm. Would you like to add why the combination of Switzerland, United Kingdom can be a powerful ally in that? I couldn't agree more. At the end of the day, it's not only on the city level. We have to cooperate because it's just going to be more. It's going to be cheaper. It's going to be more efficient. We're going to have better solutions, and we not have to reinvent everything from new. But this is a multi-governance level playing field. We're not only talking about the cities. We're talking about countries. Mm. We're talking about universities. We're talking about students, companies, technology providers. I think it is really important to face the global challenge of climate change with an attitude of cooperation and learning from each other. And this is just the first step. Frankly speaking, I think it's going to be a great success. And hopefully, we're going to learn from that, that we're going to do what we're going to do with the UK, we can do with other countries. So cities got to cooperate. Countries have to cooperate. We have to cooperate. It's inspiring to discuss and find new solutions together. Innovation needs dialogue. Innovation needs an interdisciplinary approach, and this is what we're aiming at in that conference. I think we all know that Switzerland is universities are a huge driver in driving technology. True. And I'd like to know from you, Matthias, you as a trend scout, what's like one thing as a trend where you put your finger on when you look at your trend list saying, this is something we can't ignore anymore because this is going to be the next thing in terms of innovation or digitalization, which is maybe still kind of in the background, but very real already. So what kind of innovation or digitalization is already in our daily lives coming from universities, maybe, who knows? there are a lot of trends, of course, but I think the big buzzwords are already known. So basically, it's connectivity and the Internet of Things, where devices connect to the internet and deliver data, and based on that data, things are done, decisions are made, and then we talk about machine learning or artificial intelligence that should support our lives, support our decision making, and well, not be a threat. So there are works on the side of reducing the risks. But we have to look at the opportunities, of course. And this is coming really from universities and big tech companies. It is not so much, it has not so much come down in the energy sector. It is slowly now coming. And that's exactly where startups from universities actually act now. They try to come up with products and solutions and try to work together with cities, with the government, different governments, of course, and also the local companies. So this is slowly growing, and we support that, of course. And a big opportunity is then to actually use such contacts, such bilateral contacts, organize a conference, see what is going on in another country, actually, when it comes to applications for decarbonizing cities, decarbonizing mobility, and then work together, not only exchanging information, but at this conference also
a hackathon is organized and supported by us, where the students from both countries come together for the first time to work on such applications. And it's really at the core to kind of tap into the potential of the youth, into the creativity of our youth that is working on the big problem of one of the big problems of our time, and that is climate change, to actually come up with solutions. Can I give a feedback to that quickly? And sure. Go ahead. I think it's really true that the mega trend is digitalization and IoT. And we have to dig really into the youth and have this interchange. This is why we organizing this, Jane. But it has the other side too. We are heavily investing at the moment in cybersecurity, because cybercrime is growing next to digitalization. And we all know, without energy, everything stands still. So we have to be aware that we have to work on both sides. We need to get more innovative to lower carbon, but at the same time, we've got to be aware that we're also buying bigger risks. The system is getting more volatile. So cybercrime, cybersecurity is a major issue in the energy sector, and I do hope we can approach it together with the federal government and other stakeholders, because it's growing fast. Mm-hmm. I think for me the most important issue is not innovation. I think we have brilliant people all over the world working in the area of IoT, of new solutions to decarbonize, to make new inventions in the area of energy. I think that's not the issue. The issue for me is that we are bringing these innovations into real life, because the energy world is a very traditional world. So up to, let's say, 10, 12 years ago, when I started in EWB, we were still running the electricity system. In fact, we are still doing it today, running the electricity system as we did 100 years before. So if there was consumption, we had to make sure that production at the other end of the network is following. And this needs to be in balance all the time. And only now, with digital solutions, decentralized production, PV, let's say stochastic production, schemes in the power network, we are starting to bring in new technology, and we have to change the way we are looking at our systems. And this is extremely difficult. I mean, we do innovation workshops, we do hackathons, we participate in hackathons, we do ideation journeys. We have brilliant ideas at the end of the day, and then you present it to someone in our world, and then they say, yeah, very nice. But in reality, you have to make sure data security, cybercrime, what happens to my data, artificial intelligence, this is dangerous. You were speaking about the threat. I think that's the world we are in. And we have to make sure that people in the city, but also our own people in the companies, they understand that this is not a threat. This brings them further. This allows them to develop the solutions for the future, because it's easy to show that all our strategies for decarbonization, nuclear-free energy production will not work. This is extremely easy. But to make it happen and to make sure it happens, that's the difficult task. And this we can only do if we all believe in innovation and we bring it down to the real floor. Ich würde kurz da gerne ein Ding einwerfen, und zwar: Letztes Jahr, 2019, auf der Smart Swiss Messe hat Energie Schweiz den Smart City Award vergeben. Ich habe mir angeschaut, wer hat da gewonnen, woher kommen die Projekte. St. Gallen, Schaffhausen, Basel, Neuchâtel, Lausanne, aber keine Platzierung von Bern. Ist das, weil Bern unsichtbar war im Ranking? Haben sich keine Berner Projekte beworben? Oder warum gibt es keine Projekte aus Bern, die dort die Top-Platzierung abgeräumt haben? Ich war in der Jury, aber das ist nicht die Erklärung. Aber das stimmt nicht, was du sagst. Es gab ein Projekt aus Bern. Okay. Das aber nicht, das war dieses Projekt, wo sehbehinderte Leute bei der Stadtführung mit Beacons unterstützt werden. Also du kannst als sehbehinderter Bürger die Stadt erkunden, wie wenn du sehen würdest. Das war eine Erfindung
aus Bern. Ich kann dir einfach sagen, in dieser Jury für mich war ganz zentral, und der Matthias hat es auch gesagt, Smart City ist nicht einfach digital. Smart City ist dann smart, wenn es Nutzen für den Bürger stiftet. Und ich habe dort nur Projekte unterstützt, die Nutzen für den Bürger stiften. Also einfach eine intelligente Straßenleuchte, die irgendetwas misst, das reicht noch nicht. Man muss schon ein bisschen mehr machen. Mhm. Aber wir sind sehr innovativ in Bern. Aber vielleicht sind wir auch sehr bescheiden und gehen nicht an die Wettbewerbe. Und vielleicht ist auch nicht jede Stadt gleich, muss nicht jede Stadt gleich smart sein. Genau. Eine Stadt, die in einer Grenzregion ist, ich nenne Kreuzlingen, gerade neben Konstanz, die in Deutschland ist, hat eine ganz andere Voraussetzung wie Luzern, mitten in der Schweiz. Smartness. Die Berner Smartness muss nicht die Kreuzlinger Smartness sein. Wir müssen auch lernen, individuelle Konzepte zu entwickeln. Was macht Bern in Bern smart? Und was macht eine andere Stadt dort, wo sie ist, smart? Man muss Gleiches mit Gleichem vergleichen. Ja, ja, aber man soll es auch nicht wegdiskutieren, wenn wir zu wenig Projekte haben. Dann ist das vermutlich so. Und dann machen wir eben mehr Projekte. Dann soll uns das anstacheln, sonst das auffordern, dass wir eben besser werden und dass wir auch innovativer werden. Und ich glaube, wir sind dran, uns da auch etwas zu sammeln und dann auch die entsprechenden Beiträge zu leisten. Vieles läuft, aber vieles muss eben noch strukturiert werden, damit wir es dann auch auf den Boden bringen, wie Daniel Schafer gesagt hat. Aber wir werden beim nächsten Mal besser sein. Das muss unser Ziel sein. Viele schauen ja nach Kopenhagen, wenn es darum geht, autofreie Straßen zu haben. Oder wir schauen nach Barcelona, wo ganze Stadtteile auch weniger Autos haben. In den ganzen Reportagen, die ich sehe, auf den großen Portalen, die es gibt, da frage ich mich, ist Bern irgendwo vielleicht ein Hidden Champion? Hast du da etwas, wo wir vielleicht top platziert sind? Ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben unser Verkehrssystem entwickelt. Es fluchen zwar alle über unser Verkehrssystem, aber alle stellen fest, dass man doch einigermaßen sich auch noch bewegen kann, dass man also rechtzeitig von A nach B gelangt. Das gilt fast für die ganze Schweiz von Bern aus. Also das funktioniert gut. Wir hatten schon immer einen sehr starken öffentlichen Verkehr. Wir versuchen, den weiterzuentwickeln. Wir haben ein Privatverkehrsnetz, das noch funktioniert. Dort müssen wir punktuell auch noch Verbesserungen anbringen. Aber wir hatten eigentlich verglichen jetzt mit Kopenhagen, mit anderen Städten, auch vielen Städten in Deutschland, hatten wir weniger Angebote für den Langsamverkehr. Und jetzt haben wir die in den letzten Jahren auch aufgebaut. Und ich glaube, jetzt sind wir mittlerweile ziemlich, ziemlich gut aufgestellt. Im Verkehr und haben gute Voraussetzungen, um eben auch einen nachhaltigen Verkehr anbieten zu können. Mhm. Ja, und ich glaube, also da hänge ich ganz unbescheiden an. Also wir haben einen Energierichtplan, wo wir sagen, politisch, was wir für Ziele erreichen wollen bis 2035, 2050. Aber die muss man ja auch dann auf den Boden bringen. Und da sind ganz viele Stakeholder involviert. Also es braucht natürlich Netze, die man nicht über Nacht hinstellt, aber es braucht Kunden, die die Produkte kaufen. Es braucht Produktionsanlagen, die dann CO2-freie Energie oder CO2-arme Energie zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das haben wir gestartet. Da sind wir mit einem digital unterstützten Prozess, weil da die Daten eben fließen müssen und ich muss ja dauernd nachprüfen, ob ich auf Kurs bin, sind wir unterwegs und das, was wir da aufgestellt haben, das lässt sich also durchaus sehen. Also das haben andere Städte dann glücklicherweise kopiert und nicht neu erfunden und sind jetzt auf dem gleichen Weg. Also Bern, denke ich, muss sich nicht verstecken, aber vielleicht sind wir, ich habe es vorhin gesagt, vielleicht sind wir manchmal auch zu bescheiden und sprechen genau nicht darüber, sondern machen einfach. Vielleicht sollten wir mehr über die Ratings sprechen. Es gibt ja ein Rating vom Verein Energiestadt. Und das allerbeste Rating, das je erzielt wurde für die Bewertung als Energiestadt, das hat Bern erzielt im letzten Jahr. Also wir sind dort, können dort schon sagen, dass wir auch einiges bereits geleistet haben und nicht nur Chancen verpasst haben. Dennoch, glaube ich, haben wir alle im Kopf das Versagen gut,
aber weitermachen, nicht ausruhen auf den Lorbeeren. Wir sehen momentan ja auch gerade von, ich fühle mich selber jung, aber es gibt noch Jüngere, die auf die Straße gehen. Das heißt dann zum Beispiel Fridays for Future. Wir haben auf dem Bundesplatz die Jugend, die demonstriert. Woran könnte das vielleicht auch liegen, dass die Schweiz auch nicht beherzter durchgreift in der Energiereform, wie es in anderen Ländern vielleicht der Fall ist? Also wir greifen sehr beherzt durch. Also die Schweiz macht sehr viel und auf allen föderalen Ebenen, auf Bundesebene, auf Kantonsebene, auf Gemeindeebene. Leider finde ich, schaut man zu wenig auf die kommunale Ebene. Eben auf Bern wie heute, super Sache. Also auf der kommunalen Ebene läuft mit Abstand am meisten. Das sind diejenigen Akteure, die in den Energiewandel, in eine CO2-freie Welt investieren. Der Bund, etwas zynisch formuliert, macht Gesetze und verteilt ein bisschen Geld. Die Kantone machen ein paar Umsetzungsbestimmungen. Aber wer wirklich investiert, wer wirklich was tut, das sind eben die Kommunen. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, wir müssten auf Bundesebene etwas mehr tun. Die Jugend, die Sie ansprechen, die haben ja vor dem Bundeshaus demonstriert und nicht vor deiner Hütte oder vor EWB. Das ist eben genau der Punkt. Der Bund könnte viel mehr machen. Ich möchte nur eine Analogie bringen. Also, der Gotthard-Basistunnel. Mit den Regeln des Energiesystems hätte das Uri und Altdorf finanziert. Also einfach, um das zu sehen, der Bund müsste mehr tun. Da bin ich völlig bei denen, die auch demonstrieren. Aber sie sollten auch sehen, was auf kommunaler Ebene läuft. Dort haben wir eine Schieflage. Im Moment finanziert die Energiewende Bern, Basel, Luzern etc. pp. Das ist ein Problem, was wir heute in unserer föderalen Governance haben. This is also something that you see in the United Kingdom, that the smallest units of the country finance the positive changes towards a greener future, and is the biggest unit actually a bit slower. So is it similar to what Ronny said, that the small towns are actually the drivers where you see the most innovation in a small area? Is that something you can support? Yes, I think it's important that central government does set the framework, and we've been trying very hard to do that, not just through setting a big target for 2050, but also, for example, for saying now that by 2035, which is only 15 years away, all new cars in the UK have to be electric, not hybrid. They all have to be electric. So this is a massive commitment from our government and a big signal to the industry. But you're quite right to say that at the city level, cities have an incredibly important role to play in this. Cities, towns, villages, because they are the groups of people. So you've got some very big cities, London, more than 8 million people, roughly the size of Switzerland. What is London going to do? In London, half of the buses are now hybrid or electric. So we are making progress in some of our very big cities. But for example, one example I wanted to bring was a much smaller city in the UK called Milton Keynes. I don't know if anyone's heard of Milton Keynes. Definitely it was a not. new city founded in 1967. It's about half an hour on the train from London. So although it's about 50 miles from London, it's definitely a commuter town, and it's the biggest growing city in the UK. So in Milton Keynes, we've tried to set up what's called the MK, Milton Keynes, data hub. And Milton Keynes, about 260,000 people, so a little bit bigger than Bern, but a similar sort of a size. And the idea is through this data hub, you collect the data from the energy sector, from the transport sector, from crowdsourcing data. So it doesn't all have to come from official sources. And then the data hub is able to manage this data. Very importantly, they have to decide who gets access to the data. So this is your cybersecurity and data privacy point. But in order to manage cities successfully in the future, it's going to be a lot about data, isn't it? So I think that at all levels, cities will be working on this. In the UK, 80% of our population, 80% of 65 million people, live in towns and cities. By the year 2050, there'll be 9 billion people in the world,
and 75% of them will be living in cities. So if we don't get cities right, we are not going to meet the challenges of climate that face us today. I think a very interesting perspective could be from Matthias now. When we think about, you talked about there's huge sources of data, and data, when you look at it, are numbers and they're text, and the huge challenge is, what can I read from the data? When we say we have 9 billion people coming up in the next few years, what actually can data do for us that our planet still becomes quite nice to live in and not a crowded hellhole, so to say? And thank you for this question, very important one. In fact, I kind of feel to also respond a little bit here to the pass that Ronnie was giving here. So, natürlich könnte der Bund immer mehr machen, aber letzten Endes, wir tun schon sehr viel. Wir sind vor allen Dingen daran, die Rahmenbedingungen so zu stecken, und zwar national, dass eben die Investitionen, die angesprochen wurden, die Daniel auch angesprochen hat, die es braucht, diese Investitionssicherheit besteht. Und du hattest, denke ich, gefragt, warum geht es nicht schneller? Naja, wenn man ein Stück weit vielleicht auch langsamer ist in den Entscheidungsprozessen als andere Länder, kann man doch wenigstens davon profitieren, dass die sehr, sehr gut abgeschützt sind in der Schweiz. Und auch auf der anderen Seite für diese Unternehmen, die investieren, eine gewisse Investitionssicherheit bieten. Weil man darf nicht vergessen, wir sprechen nicht nur von Software, wo es schnell geht, wo man schnell mal eine Applikation programmiert hat, sondern, wie Daniel eben gesagt hat, um Infrastruktur, die gebaut werden muss, die betrieben werden muss über Jahrzehnte. Und da möchte man schon genau wissen, okay, gelten die Regeln heute dann auch noch in 10 Jahren? Auf der anderen Seite, wir machen sehr, sehr viel im Bereich Sensibilisierung. Wir haben, Sie haben es, glaube ich, angesprochen, das Energie Schweiz Programm. Darüber läuft sehr, sehr viel im Bereich Unterstützung, Bottom-up. Also das, da machen wir schon einiges, aber wir werden bemüht sein, gerade auch mit den Kommunen, da bin ich momentan auch dran, genauer hinzuschauen, gerade auch mit den Kommunen zu gucken, wie ist der Stand dort in den Kommunen, was kann man mehr machen. Diese Zusammenarbeit, die Jane auch gesagt hat oder gebracht hat, die ist enorm wichtig. Zurück zu deiner Frage, was kann man aus den Daten herauslesen, was bieten diese Daten an? Cybersicherheit und Datenschutz gegeben. Ich denke, es ist klar, dass die Schweiz hat auch gerade das, also zumindest das Schweizer Parlament hat das Datenschutzgesetz, das neue, verabschiedet. Da ist man auf einem guten Weg und ganz ähnlich unterwegs wie die EU, wo der Datenschutz sehr hoch gehalten wird. Das ist gut so. Aber das Potenzial, was wir sehen, ist tatsächlich sehr, sehr groß, beziehungsweise die Chancen, wenn man sieht, was man machen kann im Bereich der Visualisierung, der Sensibilisierung. Wir kommen dazu hin, ganz neue, vielleicht nicht neue, aber wesentlich bessere und gezieltere Entscheide zu machen, wo vielleicht investiert wird und auf Basis von Daten, die so bisher noch nicht verfügbar waren. Und genau deswegen werden solche Data Hubs gebaut. Auf der einen Seite, um Sensibilisierung zu ermöglichen, auf der anderen Seite natürlich auch, und Daniel hat es auch gesagt, um Startups die Möglichkeiten zu geben, ihre Kreativität auszuleben, aber auch in den Markt zu bringen. Und eben den Nutzen zu bringen für die Kunden, für die Bevölkerung, den sie auch wollen. Deswegen ist zum Beispiel, also Strava oder anderen Apps beim Sport werden sehr gerne die Daten gegeben, anderen wiederum nicht. Warum? Weil Strava eine coole App ist. Das ist eine App zum Velofahren. Zum Velofahren, also zum Spazieren, zum Joggen. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass eben, ich sage jetzt, die offizielle Stadt irgendwie der Hüter dieser Daten ist. Also es ist nicht irgendein Privater, der diese Daten hütet, sondern es ist unter Kontrolle der offiziellen Stadt oder des Kantons oder des Staates, dass eben sichergestellt ist, dass diese Daten richtig gepflegt und auch zur Verfügung gestellt werden. Und das sind natürlich Rollen, die wir als Energieversorger und Datennetzbetreiber in einer Stadt oder die Stadt zusammen spielen können.
I'd like to add just a very tiny issue. I'm not in the position to criticize British energy policy. You said 2035 only electric cars. Okay, I can live with that. We take up the challenge. I would prefer also to foster innovation that you say 2035 CO2 free cars, because it would allow other solutions than just the electric ones. So I think that's something we should keep in mind when we do legislation, that we should not prevent certain technologies to be further developed, but we should be open and we should also allow that CO2 free mobility is developed maybe without electricity. Vielleicht noch zu den Daten, oder? Also die Daten haben viele Opportunitäten. Wir können mit Big Data Analysis etc. Wir können viel machen. Der Nachteil ist, wir verbrauchen natürlich auch immer mehr Energie, weil wir immer mehr Daten transferieren von A nach B. Also wer von uns hört nicht ab und zu auf YouTube Musik? Da läuft ein Bild. Dieses Bild hat wesentlich mehr Daten im Transport, wie wenn man nur Musik hören würde. Es stört uns alle nicht, weil der Transport von Daten ist völlig kostenlos. Wir müssen anfangen, on a global scale, müssen wir schon auch anfangen zu sehen, dass dieses Datenwachstum, dieses Internet, dieses IoT, das führt zu einem massiven Anstieg des Energiekonsums. Also es gibt auch dort wieder zwei Seiten. Es gibt die Cybersecurity, die Business Opportunities, die wir haben, aber wir verbrauchen auch Strom in diesem Datenuniversum, was wir generieren, um sie dann wieder erfolgreich auszuwerten. Und der ist nicht eingepreist und hier fehlt das Bewusstsein, fehlt genau. Vollständig. Ja. Vollständig. Also vollständig. Ja, wir machen eigentlich genau den gleichen oder denselben Fehler wie beim CO2, oder? Aber die Antwort ist dieselbe. Wir werden wahrscheinlich nicht ohne Energie in den Datennetzen auskommen. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht ganz ohne CO2 auskommen. Aber wir müssen die Sachen einfach intelligent machen. Und dann funktionieren die Systeme schon. Und wir müssen uns weiterentwickeln und positive Trends aufzeigen. Kleinen Moment, ich habe hier noch eine ganz kurze Einordnung, wenn ich sage, fast Richtigstellung, Ronny, wenn ich das so sagen darf. Daten und der Energieverbrauch. Die Internationale Energieagentur hat sich das angeschaut in mehreren Studien, OECD-weit. Das Bundesamt für Energie hat auch nach Verwendungszweck die Energie sich angeschaut. Und ich glaube, wir können alles sagen, dass Spotify und Ähnliches nicht erst seit gestern existieren, sondern schon seit einigen Jahren und wir nutzen das genauso wie YouTube. Und die Zahlen, die wir sehen, zeigen eigentlich einen konstanten, leicht sinkenden Energiekonsum im Bereich der IKT. Das zeigt auch die Internationale Energieagentur. Also so ist es dann nicht, dass mehr Daten zwingend mehr Energie verbrauchen. Und was steckt dahinter? Dahinter steckt Technologieentwicklung. Rechenzentren werden größer, brauchen mehr Energie, also brauchen Energie, aber für das, was sie leisten, werden sie letzten Endes kleiner. Effizienter. Sie werden effizienter. Und gleichzeitig investieren die Big Techs alle in komplett erneuerbare Energiezentren. Und in der Schweiz, und das ist eine Initiative unterstützt von Energie Schweiz, von meinen Kollegen, die ihr betreut, arbeitet man mit einem Label für nachhaltige Energiezentren und das baut man momentan auf. Also in diesem Bereich geht extrem viel. Per se ist es nicht so, dass da mehr Daten zwingend viel mehr Energie schlägt. Und der Rebound-Effekt wird überspielt, also der wird übertroffen. In welchem Bereich? Der Rebound-Effekt, den es ja auch immer gibt, also dass die Datenzentren effizienter werden, aber halt auch... Wir müssen einfach dafür sorgen, dass sehr große Zahlen multipliziert mit sehr kleinen Zahlen als Produkt ein überschaubares Maß behalten. Ja, und das ist die Herausforderung, oder? Also wir haben große Datenmengen, kleine Leistung pro transferiertes Bit und dieses Produkt, also die Multiplikation, genau, muss überschaubar bleiben. Wenn eine Seite kippt, ja, dann haben ja wir das. Also ich denke, beide Seiten befeuern sich natürlich auch, dass man kann natürlich den Status quo immer nehmen und in die Zukunft extrapolieren. Aber es findet auch die technische Weiterentwicklung statt. Komprimierungsalgorithmen entwickeln sich weiter, gleiche Videoqualität, kleinere Dateigröße. Ja, aber ich bitte Sie, also die Technologie entwickelt sich weiter natürlich und die Effizienz ist natürlich ein Schlüssel genau für dieses Problem. Natürlich werden wir effizienter, aber Technologie löst nie das Problem der Menschheit. Es
trägt dazu zu einer Lösung bei. 9 Milliarden Menschen, die ein Spotify-Abo haben. Ich wünsche uns allen sehr viel Glück in der Effizienzsteigerung. Also glauben wir nicht, dass Technologie uns retten wird. Wir haben auch eine sehr gute Zuschauerfrage, die diesen Punkt eigentlich ganz gut antrifft. 9 Millionen Spotify-Abos. Die Frage von unserem Zuschauer, hat er gesagt. Die Frage von unserem Zuschauer Sven ist, der uns fragt, sind wir nicht etwas zu fest auf uns selbst fixiert? Was leistet Bern für die Welt? Ich glaube, and I'm curious how this has been received in Britain. Aber die Leistung der Schweiz ist, dass man wirklich den Energieverbrauch immer runtergebrochen hat auf die vermittelnde Leistung runtergebrochen hat auf die einzelne Person oder auch auf die einzelne Stadt, und dass man auch sichtbar gemacht hat mit zum Beispiel mit dem Global Footprint Network, was der Beitrag des Einzelnen ist. Und das hat auch klar gemacht, dass es eben jeden Einzelnen und jede Einzelne braucht, um eine Bewegung in das Ganze reinzubringen. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die in der Schweiz mehr und mehr verstanden wird. Natürlich ist unser Beitrag zur Verbesserung der Welt und der Klimaprobleme in der Welt verschwindend klein, aber es ist eben der Beitrag, den wir leisten können. Und nur wenn alle ihren Beitrag leisten, erst dann werden wir auf die Zielgerade kommen und den Unterschied eben auch ausmachen. Und das ist das, was zählt. Und ich glaube, das wurde in der Schweiz ziemlich gut verstanden. And I wonder whether in Britain, I think these 2000 watt society, one ton of CO2 society has been very helpful to Switzerland to understand how the shift must go on and in what direction and how far we have to go. And I don't know whether this has worked as well all over. And this is my question. Mm-hmm. I think in the UK there are a number of drivers. Certainly when I look at younger people, my kids who are around 20 years old, you know, they have a completely different view of the world. I try to encourage both of them to get a driving license. And neither of them were particularly interested. When I was 20, having a driving license meant you had freedom, and it does not mean that anymore. So I think we can learn a lot from the younger generation, but I do think that economic incentives are absolutely crucial. So when we put a charge, a fee, on plastic bags in supermarkets, we had a complete revolution, and it was a very small charge, but it really changed things. So I think people are interested in how they can save money, and they are also genuinely interested in technology, which is your point about Gabig. Is that right? Gabig? Gabig. Gabig. If you can make your life easier, save money, and become greener, that is the solution, which is why I come back again to business and technology. And for the UK and Switzerland, having some of the best universities in the world, having the ability to attract talent, to look at how we can find the technological solutions, that has to be part of our future plan. The last time I was at ETH, I met a British researcher working in ETH in Zurich, and he was working on quantum data. Mm-hmm. And I did not even know what really quantum data was all about. But I thought, yes, this is part of the solution. And it's part of the solution for energy and the environment, because this link between data and everything else that we do in life is absolutely crucial. Mm-hmm. As we slowly go into the last 4 minutes of this round, I have a very good question coming from Laura, who asks us, what can everyone in the city do for a more climate neutral Bern? Because it doesn't hurt me when I behave in a climate damaging way. So why should I care about the others? It's just too convenient, too gabbic sometimes. Mm-hmm. No, but we learned a lot in this COVID crisis, and we learned that we wear masks not for ourselves, but to protect others. And it's very much the same with
energy consumption or consumption in general. Just do it for everybody. You don't muss dich nicht selber foltern, aber und quälen, sondern es soll eben auch Spaß machen. Aber wenn man es eben auch macht, man macht es nicht für sich selber, sondern man macht es für die Gesamtheit. Und das ist, was wir lernen, dass wir nur gesamtheitlich eigentlich heute die Probleme lösen können. Und ich hoffe, dass wir auch morgen Abend einen amerikanischen Präsidenten haben, der das auch wieder verstehen wird. Von meiner Seite, ich kann einfach dazu raten, die einfachen Dinge sofort zu tun. In diesem Zimmer, ich weiß es nicht, ist es jetzt etwa 27 Grad warm. In vielen Wohnstuben ist es viel zu warm. Also man kann einen Laptop haben, man kann alles messen, wie man noch effizienter werden kann etc. Dann bringt man vielleicht ein bisschen mehr Energiekonsum runter. Aber noch einfacher ist es einfach die Heizung 2 Grad jetzt im Winter, 2 Grad kühler zu stellen und im Wohnzimmer vielleicht mal einen Pulli anzuziehen. Also die einfachen Dinge umsetzen, mal auf Fleisch verzichten, nicht jeden Tag Fleisch essen etc. Das kann jeder, es kostet nichts, es gibt keine Einbuße an Lebensqualität und man hilft, den Energiekonsum zu reduzieren und Bern CO2-freier zu machen. Daniel, vielleicht noch ein Tipp von dir, der dir gerade einfällt, den wir noch nicht hatten. Ja, es wird bald schwierig, aber ich glaube, sich halt mit Muskelkraft oder zum Teil mit Muskelkraft bewegen, sei das auf dem Fahrrad oder zu Fuß. Also ich glaube, das ist ein guter Tipp, der hilft, um die 10.000 Schritte pro Tag zu machen, die man im Lockdown manchmal nicht gemacht hat, oder wenn man die misst. Und der hilft auch, weniger Energie zu konsumieren. Session. I think we have to think about what we can do ourselves. In fact, among the embassies in Bern, we have set up a greening embassies mm-hmm. network. Wow. So that's with the UK, with the Canadians, the USA, the Netherlands, and the Germans as well. There's probably about 15 embassies part of it, and we're trying to broaden it because we think about the energy that we use, how we operate in the office, how all of our staff work together. Yep. When I have a reception, an event, how green is that event? It's a very good question for me. I think that's a great last sentence. We are at the end of our session. Vielen Dank, seid ihr alle dabei gewesen. Ich denke, es war eine sehr interessante Diskussion, verschiedene Positionen. Manchmal auch ein bisschen kontrovers, aber ich glaube, das macht es umso lebendiger. Es geht jetzt weiter mit einem Beitrag von EWB, wo es um die Konnektivität von morgen geht. Es geht darum, dass bereits vor fast 4000 Jahren die alten Griechen Glasfäden benutzt haben, um Gefäße zu verzieren. Das war so die Vorstufe der Glasfaserleitung, die wir heute kennen und die jede Sekunde Unmengen an Daten transportieren. Heute dient die Glasfaser nicht nur zur Verzierung von Gefäßen, sondern ist der Grundstein für die Digitalisierung der Energiebranche und auch unserer Mobilität. Wir wollen jetzt herausfinden von Andreas Müller, welcher Produktmanager bei der EWB ist für Marketing, Innovationsprojekte und Digitalisierung, inwiefern die EWB hilft, Bern näher zu einer Smart City Bern zu bringen.